Nach langem Streit gibt es eine Einigung bei der Kindergrundsicherung. Dabei löst ein für alle Kinder gleich hoher Garantiebetrag das bisherige Kindergeld ab, ergänzt um einen einkommensabhängigen Zusatzbetrag. Die Kindergrundsicherung soll verschiedene staatliche Finanzhilfen bündeln und so leichter zugänglich machen. Ab 2025 sollen armutsbedrohte Familien davon profitieren. Bis zu 5,6 Millionen armutsbedrohte Familien und ihre Kinder bekommen dadurch die Leistungen schneller, einfacher und direkter. Millionen darunter, die vorher gar nicht wussten, dass ihnen diese Unterstützung zusteht. Mit komplizierten Antragsverfahren bei unterschiedlichen Behörden soll Schluss sein. Künftig sollen Eltern schnell und nutzerfreundlich von zu Hause aus bei einer einzigen Stelle die Kindergrundsicherung beantragen können. Die Kindergrundsicherung ist eine echte Dienstleistung. Frisch gebackene Eltern melden ihr Kind an, beantragen Kindergrundsicherung und geben ihr Einverständnis, dass Daten abgeglichen werden. Mehr müssen sie nicht tun. Der Kindergarantiebetrag ist der neue Name für das bisherige Kindergeld. Aber neu ist, dass der künftige Kindergarantiebetrag für alle Kinder immer gleich und gesetzlich abgesichert entsprechend des Existenzminimumsberichts und der Preisentwicklung angehoben wird. Und neu ist auch, dass volljährige Kinder künftig direkt den Kindergarantiebetrag erhalten. Das Geld soll auch weiter während der Ausbildung von Kindern bis zu deren 25. Geburtstag fließen. Jedes Kind erhält den sogenannten Kindergarantiebetrag und je nachdem, was die Eltern verdienen, auch den Kinderzusatzbetrag. Ob Familien Anspruch auf diese Zusatzleistung haben, prüft eine staatliche Stelle.